Von diesen 7 Stunden sind 6 Stunden prächtig geworden. Eine Stunde hat, oder zumindest bei einer Stunde ist das Fohlen nach der Geburt eingegangen und 5 Fohlen sollten heute hier sein. In Wirklichkeit sind 5er da, gell? Sagt der Herr Reicher, ich sehe nur 4. Aber ich frage mal meinen Herrn Reicher zur Sicherheit. 4 sehe ich. Wo ist denn das 5. Er ist ausgegangen. Ah, der wird wahrscheinlich einen Rucksack suchen, gell? Ja. Vielleicht kann er noch mal hereinkommen, der Herr. Sitz. Kommt er schon? Ja. Okay, dann stehst du da, dann war es. Ich gräbe auch den Rucksack. Der ist rum, der liegt rum. Ach so. Herr Zitz? Herr Zitz, Entschuldigung, heute ist Rauchverbot im Ring. Im Ring ist Rauchverbot, es ist nämlich brandgefährlicher Rennen. So, insgesamt, wie gesagt, 7 Belegungen, jetzt haben wir es nämlich, 6 Fohlen sind zur Welt gekommen, 1 ist leider nach der Geburt verendet, das heißt, 5 sind hier. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Decksaison für den Hengst Wilden Arrow heuer um vieles erfreulicher verlaufen ist und auch für uns um vieles erfreulicher. Er hat heuer immerhin 23 Stunden belegt. Und wir werden nächstes Jahr dann sicherlich einen etwas von der Anzahl her größeren Fohlenjahrgang erwarten können. Wir wollen ja dann nächstes Jahr gemeinsam mit dem Hengst Famos Elmer, der den ersten Fohlenjahrgang bringt, eine Nachzucht da veranstalten, ein etwas größeres Fest. Aber wenn wir hier schauen, meine Damen und Herren, so können wir sicherlich erfreut sein. Wir haben einen sehr ausgeglichenen Jahrgang, wenn man schaut, die Fohlen sind eigentlich sehr ähnlich, sie sind vom Typ sehr ähnlich, es sind alles recht moderne Fohlen, alle eben in der Farbe von schwarzbraun bis dunkelbraun, lichtkastanienbraun, eigentlich vorherrschend die Braunfarbe, es sind ja von den Stunden her, auch wenn Sie schauen, eben bis auf eine Stute Braunstuten hier belegt worden mit dem Hengst, bis auf, wie gesagt, die eine Rapstute von Herrn Zitz. Sehr typvolle, im Langrechteck stehende Fohlen mit durchwegs schönen Köpfen, lange, gut aufgesetzte Halsungen. Die Schulter könnte vielleicht bei allen um eine ganz kleine Spur schräger sein. Der Übergang dann wieder vom Rücken zur Gruppe hin, sehr gleichmäßig, sehr gut geformt eigentlich. Auch das Fundament der Fohlen sehr trocken, recht korrekt. Wir wissen natürlich, dass die Fohlen im Moment durch ihre Wachstumsschübe zum Teil immer wieder in den Gliedmaßen, speziell auch im Hinterbein, sehr locker sind und sehr oft seitwärts drehende Bewegungen zeigen, bis sich das Ganze dann wieder stabilisiert. Alles in allem kann man sicherlich sagen, ein sehr gut gelungener, ausgeglichener Jahrgang vom Hengst Wilden Arrow. Und wir freuen uns natürlich schon auf das Jahr 2007, wenn wir gemeinsam dann etwas mehr Fohlen aus Anpaarungen mit Wilden Arrow zu sehen bekommen. Ich darf mich bei den Züchtern und Besitzern ganz herzlich für die Präsentation der Fohlen bedanken.